Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Ich freue mich drauf, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal eine ganz andere Kulisse. Wir sind gerade in meinem Wohnzimmer und wir werden hier jetzt ein Frühlingsabbau-Video abdrehen. Oder was heißt hier wir? Naja, ich für euch, so, egal. Und zwar habe ich euch versprochen gehabt, dass ich ja dann so eine Art Rückblick mache. Und ja, das werden wir dann auch heute machen. Das originale Video geht ja 31 Minuten und ich habe jetzt auf 1,5 gestellt, ja, damit es ein bisschen schneller geht. Ich habe auch meinen Blog bei mir, um mir zu notieren, welche Bücher ich gelesen habe und welche nicht. 24 Bücher sollten es insgesamt sein, ja, die ich mir auf die Liste damals gepackt habe, und wir werden jetzt sehen, welche ich gelesen habe und welche nicht. So, da sind wir jetzt wieder. Ich würde sagen, ich drücke einfach mal Play. Es ist ja, sehr leise gestellt. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Man hört es noch, denke ich. Und wie gesagt, auf 1,5 Geschwindigkeit. Ich werde es wahrscheinlich noch ein bisschen leiser machen, damit man mich auch versteht. Und jetzt spule ich auch ganz vor. Da ich ein bisschen laber. Ah nein, jetzt geht's schon los. Ich mit einer Reihe anfangen. Normalerweise würde ich das jetzt so reihen. So, also wir fangen jetzt mit Erebos 1 und 2 an. Ich sehe sie schon ein bisschen. Ich habe sie nicht gelesen. Also ich habe mit Erebos 1 angefangen, war auch schon so bei 150 Seiten oder so und habe dann, habe dann irgendwie das Buch dann, ich habe es bei einer Online ausgeliehen und habe es halt nicht geschafft, in der Zeit zu lesen. Ja, und jetzt warte ich halt, bis ich das wiederbekomme. Und ja, ich werde auf jeden Fall den zweiten Teil hören. Den gibt es ja als ungekürzt. Und ich glaube, den ersten Band gibt es nur als gekürzte Version, weil die halt nur 7-8 Stunden hat oder so. Und ja, deswegen warte ich dann noch ein bisschen, bis ich das dann in den ersten Band wirklich gelesen habe und alle Seiten habe. Und den zweiten Band werde ich dann auch hören. Das heißt, die zwei Bücher habe ich auf jeden Fall nicht gelesen. Und ja. Von dem Preis von den beiden Büchern. Und ja, und dann habe ich gedacht, ich mit dich das ja irgendwo habe, damit ich es nicht. Ja. Und jetzt bin ich es. Es ist so lustig, sich selbst zu hören. Und zu sehen. Ich meine, damals habe ich ja volle dunklen Haare gehabt und eigentlich, wenn ich das jetzt so sehe, denke ich mir, das sieht auch voll schön aus. Aber jetzt bin ich auch mit meinen Haaren zufrieden. Ich habe sie auch gestern geglättet. Okay, alte Freunde habe ich im März beendet. War ein richtig cooles Buch, hat mir sehr gut gefallen. Da ging es halt ein bisschen um Rache und um alte Freundschaften und Egoismus und ja. Ich fand das Buch wirklich, wirklich gut und es geht halt darum, dass ein Protagonist, der war damals derjenige, der gemobbt wurde und hat halt nicht so viel Talent, und dann war halt einer, der wollte Rockstar werden und war es auch, eine Zeit lang, hat auch ein Nummer 1 Hit gelandet, und nach allen Jahren treffen die sich beide und der eine ist ein Obdachloser und der andere halt ein erfolgreicher, Büromensch, sage ich jetzt mal, ich will es nicht so viel spoilern. Und und dann lässt halt der eine, der den Obdachlosen halt bei sich wohnen. Wie es weitergeht, müsst ihr selber lesen. Ich fand das Buch wirklich gut, aber da komme ich schon zum nächsten Buch. Das habe ich zum Beispiel nicht gelesen, Der Freund der Toten. Hier geht es um einen jungen Mann, dessen Mutter sehr früh gestorben ist, und der reist jetzt zurück in das Land, wo seine Mutter gestorben ist, um herauszufinden, was damals passiert ist. Und alle in der kleinen Dörflein wissen halt, was passiert ist, aber nur er nicht. Und er versucht mit einer alten Dame herauszufinden, was damals passiert ist. Genau. Ja, da haben wir schon mal eingelesen und drei nicht. Also sieht nicht so gut aus, aber ich glaube mir, es wird noch besser. Also zu meinen Haaren, ich war jetzt zweimal beim Friseur nachfärben, also vor Corona natürlich, Leute, und habe es mir blondieren lassen, ziemlich stark, und es ist halt noch nicht so ganz, wie ich es halt gerne haben wollte, aber jetzt geht es eh nicht mehr und jetzt brauchen wir es auch vorerst gar nicht mehr. Ja, da sind wir bei Schuldig. Dieses Buch habe ich auf jeden Fall nicht gelesen, sehe ich gerade. Ich sehe auch gerade, dass ich das Buch gar nicht hier drauf geschrieben habe. Das ist das 25. Buch. Ja, so sieht man, dass man noch nicht ganz fertig mit der
Statistik ist. Aber finde ich gut, weil sonst wäre mir das gar nicht aufgefallen, wenn ich jetzt das Video jetzt nicht noch einmal anschauen würde, obwohl ich es mir eigentlich damals, um die Listen zu erstellen, nochmal angeschaut habe. Aber okay. Bei Schuldig geht es ja um, ich glaube, fünf junge Menschen, die zusammen Ferien machen, also Urlaub und also Koptan habe ich auch nicht gelesen, aber ich komme kurz noch zu Schuldig, die plötzlich nach ein paar Tagen geschieht bei dem einen ein Unfall und der verstirbt, die Person. Und 3 Jahre später bekommen sie Briefe, in der gesagt wird, dass die Person auf jeden Fall weiß, was damals passiert ist. Genau. Und bei Cop Town geht es um eine junge Polizistin, die Angst hat, selbst jetzt Polizistin zu sein, weil in der Stadt einfach ein Serienmörder umher rumlungert, der es auf Polizisten abgesehen hat. Und ja, die Frau macht sich Sorgen und versucht aber trotzdem irgendwie den Fall aufzuklären. Das Buch ist schon super, super, super lange auf meiner Liste zum Lesen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ja, und ich habe es auch jetzt nicht hingekriegt. Und das Mädchen mit den Smaragdaugen habe ich auch nicht gelesen. Es geht hier um ein, ist eigentlich schon ein historisches Buch und hat auch was mit ein bisschen mit dem Krieg zu tun. Hier haben wir eine junge Protagonistin, deren Mantel einen sehr wertvollen Besitz für sie ist und auch nicht nur für sie, sondern für jemand auch, wie jemand anderen auch. Ja, und sie versucht dem Krieg und so zu entfliehen und das ist auch schon alles, woran ich mich erinnern kann, aber ich habe schon so viele Bücher momentan im Kopf und ja, ich bin auch momentan auch dabei, meine zweite Thriller-Abbau-Liste zu schreiben. Ich habe mir im März fast gar nichts drauf gesetzt. Da sind nur zwei Bücher drauf, die ich mir drauf getan habe, weil ich die Liste noch nicht fertig hatte. Jetzt kommen wir zu Bird Box. Das Buch habe ich gelesen. Ich habe auch den Netflix-Film gesehen und dazu wird es auch immer noch, ja, ich weiß, ich bin ziemlich spät dran, aber immer noch ein Vergleichsvideo kommen zwischen Film und Buch. Ein Versus. Ja, also ich fand das Buch wirklich gut und ich fand auch den Film gut. Aber es gibt halt so Macken und ein paar Kleinigkeiten, die zum Beispiel beim Film besser sind und auch ein paar Sachen, die im Buch um einiges besser sind. Ja, dazu wird es, wie gesagt, ein separates Video geben, aber der Film ist wirklich sehenswert. Wenn ihr jetzt nicht so sehr auf Horror steht, so wie ich, weil Horror ist jetzt nicht für mich etwas, was ich gerne schaue oder so, dann ist das Buch, dann ist der Film wirklich auf jeden Fall was. Die Wahrheit und andere Lügen habe ich auch nicht gelesen. Ja, shame on me. Aber wir sind gar nicht so schlimm dran. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Bücher bis jetzt, die ich nicht gelesen habe. Ich notiere mir halt immer wieder nebenbei. Ja. 6 Bücher sind eigentlich noch ganz gut von 25. Nee, 7 Bücher von 25 so. Ich habe es schuldig jetzt unten hingeschrieben. Ich habe es normalerweise genau wie nach dem Video auch hingeschrieben, damit ich mich ja nicht vertue, wenn ich dann diesen Rückblick mache. Ja, und jetzt habe ich trotzdem Fehler hingekriegt. Aber beim nächsten Mal wird es besser. So, jetzt denke ich, kommen wir auch zum nächsten Buch. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ihr nur noch mich jetzt hört und nicht die Vergangenheit. Ja, Person. Todeszimmer, das habe ich gelesen. Und zwar im Februar. Hat mir sehr gut gefallen, weil wir einen Protagonisten hatten, der Ermittler ist und der sitzt auch im Rollstuhl. Das heißt, er hat eine Behinderung. Also nicht wirklich eine Behinderung von Geburt an, sondern er hatte halt jemanden halt gejagt, also sprich Serienmörder, und diese Person hat ihn verletzt. So habe ich das jetzt so mitbekommen. Es ist halt schon ein fortgeschrittener Teil einer Reihe von ihm. Ja, und ich habe halt nicht gewusst. Also ich habe das natürlich nicht gewusst, wie immer mal. Und naja, aber ich fand trotzdem, ich kam halt gut mit. Und es gibt so Vergangenheitssachen, die man halt nicht kennt, wenn man das Buch halt ja einfach nicht kennt. Aber trotzdem war es ein sehr gutes, sehr gute Geschichte. Nullzeit. Über dieses Buch muss ich immer wieder lachen. Ich habe es gelesen und ich dachte eigentlich, das wäre eine Apokalypse. Aber es ist halt einfach ein, ja, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, welche Art Buch das ist. Ich denke schon, dass es eine Art Thriller ist, das auf jeden Fall. Aber so richtig Thriller, ich glaube, es ist eher so Psycho-Thriller, ja. Aber war sehr gut, hat mir wirklich sehr gefallen, obwohl es sehr wenig Seitenanzahl hat.
Hier haben wir Am Arm des Mordes. Das ist ein altes Cover. Und der Autor ist schon super lange in diesem Business dabei. Das habe ich auch erst bei meiner Recherche herausgefunden. Stört mich so. Ja, fand ich auch ganz gut, aber jetzt für mich jetzt nicht ein Auto, den ich jetzt sage, ich möchte jetzt noch näher verfolgen, wenn ich da mehr Zeit hätte. Also sprich, wenn das Neues und weiter Fortsetzendes anschauen will, dann kommt er wieder auf die Liste, aber momentan kommt nichts mehr Neues auf die Liste. Und hier haben wir einer meiner Lieblingsautoren geworden nach diesem Thriller. Monaten ist Lynwood Barclay. Diese Bücher Fenster zum Tod habe ich gelesen und Weil ich euch liebte habe ich auch gelesen von ihm. Dann habe ich auch noch Dreh dich. Nee, das ist ein anderes Buch schon. Also die beiden Bücher, die jetzt gerade gezeigt wurden, habe ich auf jeden Fall schon gelesen. Die waren richtig gut. Also Lynwood Barclay, der schreibt auch so ausgefallene Sachen, an die man nicht wirklich denkt. Wenn ihr wirklich Interesse an diesen Büchern habt oder euch den Autor anschauen wollt, dann ja, schaut mal, ob ihr vielleicht bei Reba irgendein Buch findet, was halt günstig ist, weil die Bücher schon ein bisschen älter sind. Auf jeden Fall ein super guter Autor. Er schreibt wirklich gut. Und ich freue mich auf sein neuestes Buch im Juni. Man sieht, nein, falsche Richtung, man sieht meinen Kratzbaum da hinten, der ist so gigantisch groß. Ja, und der Fernseher. Dreh dich nicht um. Tada! Das Buch habe ich schon gelesen. Ich muss euch wirklich sagen, dass ich bei diesem Buch sehr, sehr, sehr skeptisch war. Ich habe nicht erwartet, dass mir das gefallen wird, weil es ist ein Jugendthriller und ich bin eher so eher blutiger und brutaler und das ist eher so meins. Aber Dreh dich nicht um hat mich vollkommen, wie soll ich sagen, geschockt, aber im positiven Sinne. Trotzdem, was halt einige Türpunkte gibt, ich wusste halt, wer der Mörder ist, aber schon, also schon ziemlich früh. Dann haben wir hier von Adele Parks, Bei deinem Leben habe ich leider nicht gelesen. Und Dreh dich nicht um, habe ich im Januar beendet. Ja. Acht Bücher habe ich bis jetzt gelesen von 16. Ja, wir haben jetzt ein gutes. Also circa die, also nicht circa, die Hälfte habe ich gelesen und die Hälfte habe ich nicht gelesen. Ja, ich hoffe, es wird, also es wird, ich hoffe, es wird besser. Dann habe ich hier Ich darf nicht schlafen von SJ Pearson. Habe ich im Januar belesen, ja. Was ist mit mir? Habe ich im Januar gelesen. Oh, da sieht man meinen kleinen Boy. Ja, das Buch war auch genial. Da verschiebt er es. Ich habe das mit Absicht reingeschnitten, weil ich dachte mir, vielleicht ist es für den einen oder den anderen lustig, der auch Katzen hat. Ja, fand ich auch sehr gut, das Buch. Also hier geht es um eine Frau, die ihr Gedächtnis jeden Tag verliert. So ist wie 30 Days, ich glaube 40 Days, irgendwie sowas heißt das. Da spielt Adam Sandler mit. Dann habe ich hier Wer Frucht sät, habe ich auch schon gelesen, auch im Januar. Im Januar war das so. Direkt, wo ich dieses Video gedreht habe und die Idee davon hatte, da habe ich unglaublich viele Bücher davon gelesen. Auch noch im Februar habe ich auch sehr viel gelesen. Ich kann, ja, am Schluss sage ich euch, was ich im Januar, wie viel ich im Januar und Februar und im März gelesen habe. Das sage ich dann erst am Schluss, aber ich muss jetzt nicht alles 10-mal wiederholen, denke ich. Am Schluss wird es euch wahrscheinlich besser gefallen. Bei diesem Autor bin ich halt so zwiegespalten. Ich habe noch ein Buch von ihm, das werde ich auf jeden Fall auch noch lesen, aber ich muss mich dann noch entscheiden, ob ich die Reihe von ihm weiter fortsetzen will oder von vorne anfangen will oder nicht. Und hier habe ich Ready Player One, das habe ich im Januar schon gelesen, war ein Science-Fiction-Buch, war sogar, glaube ich, das erste Science-Fiction-Buch, das ich jemals gelesen habe. Wirklich Science-Fiction, jetzt so in 2044, glaube ich, geht das oder so, bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Fand ich es auch sehr gut. 3 Meter unter Null ist einer meiner Highlights, also im Januar fix gewesen. Und ich könnte, also vielleicht nicht das ganze Jahr werden, weil ich habe schon noch sehr gute Bücher gelesen, aber 3 Meter unter Null war richtig gut. Also hier geht es um eine Frau, die nicht weiß, woher sie eigentlich herkommt. Kurz bevor sie heiraten sollte, erfährt sie, dass ihre leibliche Mutter gestorben ist. Und sie erfährt auch, dass sie ja adoptiert wurde. Und sie erfährt auch, dass ihre Mutter damals vergewaltigt wurde und sie halt daraus kam. Und jetzt sucht sie die Männer auf und bringt sie halt um.
Dann habe ich hier bei dem Todessonat, habe ich auch schon im Januar gelesen. Nee, Februar. Februar habe ich gelesen, war auch ein richtig geiles Buch. Also wie gesagt, ich habe so viele Bücher von Lynn Barkley gelesen und ich muss sagen, die Cover haben mich nie so richtig angesprochen. Das vielleicht eher, aber die anderen halt so, die waren also 0815 und irgendwie vom gleichen Shooting und das war's dann. Und hier habe ich dann Kein Entkommen, auch von Lynn Barkley, habe ich im Januar belesen. Beendet war auch super, super gut und wir nähern uns fast dem Ende. Es fehlen jetzt nur noch zwei, drei Bücher und dann war es das auch schon. Drei Bücher, glaube ich, fehlen es noch. Ja. Ich freue mich auf das Endresultat, denn wie ihr gerade merkt, die nächsten Bücher, die jetzt kamen, die habe ich schon alle gelesen. Das heißt, meine Statistik sieht gar nicht mal so schlimm aus und das freut mich auch natürlich sehr. So. Und ohne ein Wort ist ein weiteres Buch von Lynn Barkley. Ich muss euch sagen, ich kann jetzt die Namen sagen mir jetzt zum Beispiel jetzt nichts so, dass ich sagen kann, okay, jetzt geht es um da und da. Wenn ich den Klapptext durchlese, kann ich euch die ganze Geschichte erzählen. Aber dass ich euch jetzt genau sage, in kein Entkommen oder sowas geht es da und darum, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Also dazu ist mein diese Namengebung ist halt ein bisschen schlecht, genauso wie ich mir Namen merken kann. Mindreader habe ich gelesen und in mein zukünftiges Video, wo ich meine Bücher aussortiere, kommt es leider dran vor, weil das war ein Thriller mit, ich würde es jetzt nicht Thriller sagen, es war für mich wie ein Actionbuch mit super viel Science Fiction. Hier geht es um ein kleines Mädchen, das entkommt, dann zu einem Veteran angelaufen kommt und er soll sie beschützen. Und sie kann halt Gedanken kontrollieren und sowas. Also war okay zum Lesen, aber nichts, was ich weiterverfolgen würde. Und hier kommen wir auch zu einem weiteren Highlight, Rachegier. Die Autoren werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Hat mir super gut gefallen. Kann ich euch nichts Negatives sagen, war wirklich sehr begeistert von der Autorin. Ich freue mich auch, die Reihe dann komplett anzufangen von ihr. Aber das dauert halt noch ein bisschen. Ich habe jetzt noch super viele Reihen hier und muss ja auch noch weiter. Muss auch noch weiter meine Füllabbau-Liste abarbeiten, also die neue, die kommen wird. Ja, und deswegen versuche ich halt weniger Füller jetzt einzukaufen. Ich glaube, das war jetzt auch das letzte Buch. Außer ich habe jetzt noch was vergessen. Wie viele Minuten haben wir noch? 29. Spulen wir mal ein bisschen vor. Nein, das war's. Okay. So, meine Lieben, jetzt sieht ihr mich wieder ganz groß. ich weiß, es ist mal ein bisschen ganz anders und ich hoffe, das Licht passt und so, aber ich wollte jetzt nicht Softboxen und alles, ja, würde gar nicht gehen, weil ich sitze ja an meinem Arbeits- und Schreibtisch, Tisch, was auch immer. Genau, also wir haben jetzt 25 Bücher hier und ich sage euch jetzt, wie viel ich gelesen habe. 1, 17, 17 Bücher habe ich gelesen von 25. Das heißt, es fehlen, ja, 8 Bücher und das ist eigentlich schon sehr gut, finde ich. Würde ich jetzt persönlich sagen. Ich bin super zufrieden. Sicher hätte ich es auch ganz gerne ganz abgearbeitet, aber ich habe halt im März gemerkt, dass ich, je enger es wurde mit der Liste, desto weniger hatte ich Lust, die Bücher zu lesen von der Liste. Das ist jetzt, ich bin mittlerweile beim 4. Monat angekommen von Leselisten und da arbeite ich wirklich sehr gut ab. Also ich nehm mir hauptsächlich immer 6 Bücher im Monat immer vor. Also ich nehme es mir vor. Das heißt nicht, dass ich sofort, dass ich es ja mit aller Macht umsetze. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber ich nehme es mir halt vor. Und ich habe es bis jetzt immer geklappt. Es hat bis jetzt immer geklappt, die 6 Bücher zu lesen. Da kann ich auch nichts dazu sagen. Aber trotzdem habe ich im März gemerkt, dass das nicht so, wenn es enger wird, dann. Nee, deswegen wird es dann im nächsten Füllerabbau-Video, was dann auch schnell nachkommt, weil wenn ihr das seht, wollt ihr auch unbedingt die Liste wahrscheinlich sehen. Also mich würde es zum Beispiel interessieren. Ich mag das auch nicht so gesplittet, aber es geht zum Beispiel bei meinen Bücherregal-Videos auch nicht, dass ich alles nacheinander abklatsche, weil ich bin noch nicht mit dem Aufnehmen ganz fertig. Dadurch, dass mein Wohnzimmer super groß ist und die Regale hier bombastisch sind, kann ich das einfach nicht anders machen. Deswegen, das tut mir da wirklich sehr leid, aber ich bemühe mich, das wirklich diese Woche alles abzudrehen, solange noch wir zu Hause sind und ja.
Also, ich habe im Januar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher gelesen von der Liste. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, Entschuldigung. 9 Bücher von der Liste gelesen. Dann habe ich im Februar 1, 2, 3, 4, 5. Also man sieht von 9 auf 5 und im März habe ich dann wirklich nur ein einziges Buch und das habe ich alte Freunde, das ich im März von der Liste beendet habe. Und da sieht man auch, dass ich einfach weniger Lust drauf hatte. Und das ist jetzt nicht schlecht oder so, aber ich hoffe mir, dass es ist gut, dass halt noch Bücher übrig geblieben sind, weil ich will trotzdem noch einen Thriller-Sub haben, auch wenn ich ihn jetzt drastisch minimiere. Heißt es nicht, dass ich gar keine Bücher mehr da haben will, also die ich noch nicht gelesen habe. Das auf jeden Fall nicht. Ja, meine Lieben, hättet ihr das gedacht, dass ich so viel davon gelesen habe? Weil ihr seht ja meine Lesemonate, vielleicht. Aber man bekommt halt echt nicht alles so mit, wie halt in der Endstatistik, so wie jetzt. Ich muss sagen, ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden mit mir. Ich hoffe mir, dass ich auch wieder, auch im zweiten Quartal, mehr als die Hälfte schaffe. Das ist halt so mein Wunschziel. Genau. Ja, im April wird es ein bisschen schwer. Da habe ich, wie gesagt, fast gar nichts drauf, weil die Liste halt noch nicht komplett ist oder war jetzt schon mittlerweile. Ja, das, ich denke, ich habe jetzt genug gelabert. Schreibt mir doch unten in den Kommentaren. Ob ihr irgendeinen ja, Abbau habt, ob ihr viele Bücher versucht abzubauen, ob euer Sub sehr groß ist, ob ihr ihn auch so aufteilt wie ich, weil ich habe ja New Adult, ich habe Thriller, ich habe Hardcover und Fantasy. Das sind so meine vier Regalbretter, sage ich jetzt mal, die ich auch gerne abarbeiten möchte. Ich versuche bei jedem ein bisschen was, aber hauptsächlich mit einem Thriller, weil mein Regalplatz ist alle Nähten. Und ja, ihr seht es ja auch in meinem Bücherregal zu, weil Thriller habe ich jetzt abgedreht und ist auch heute online gegangen. Wir haben heute den 14. April. Ja, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, beantwortet mir gerne die Frage. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ich sage bye.